Hallo, was machen Sachen? Ja, ich habe neue Time-Maps für euch. Ich habe mir einen neuen Charakter gemacht. Ein kleines süßes Kaninchen. Ihr habt es wahrscheinlich im Titel gelesen oder im Thumbnail gesehen. Habt sie wahrscheinlich reingepackt, weiß ich zu dem Zeitpunkt zur Aufnahme noch nicht. Ja, ihr habt es wahrscheinlich gesehen oder ihr seht es jetzt. Ich habe mir einen komplett eigenen kleinen Furry gemacht. Die Basis, die ihr im Hintergrund seht, das ist nicht von mir gezeichnet. Das ist eine gratis Basis, die ich aus DeviantArt mir genommen habe. Hier ist natürlich für euch unten verlinkt, für alle, die da Interesse dran haben. Wie gesagt, das ist eine Free-to-Use, also Free-to-Use-Basis. Mein Englisch wieder on-fleek hier. Also es ist eine frei nutzbare Basis. Einzige Bedingung ist halt, man muss halt benennen, wo die Basis her ist. Das habe ich in dem Sinne ja eigentlich getan. Geht in die Beschreibung, guckt und sagt Hallo und sagt, das ist ein süßes Kaninchen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch selber ein Kaninchen machen. Sei es jetzt 2D oder 3D, ist euch überlassen. Ja, ihr könnt mir ja ein schönes Muster geben. Okay, nichtsdestotrotz, ich habe mir jetzt ein Model gemacht, ein kleines Kaninchen. Und dadurch, dass das jetzt ein komplett Furry-Furry ist, also nicht so ein Basis-Mensch-Furry, wie wir den gemacht haben für Liz und für Orchid-Katz, die sind ja auch aus der Revoid-Basis entstanden. Also die Basis ist ein Mensch und ich habe extra Teile dran gepackt, wenn man es einfach mal dumm sagen möchte. Sind halt menschliche Furries, sondern das ist jetzt halt mehr so ein Furry-Furry. Ich hoffe, das macht für Leute Sinn. Ich habe mich gerade voll verrannt. Okay, es ist halt eine andere Art von Furry. Es ist halt kein so menschlicher Furry, der ist mehr tierisch. Ich glaube, so besser erklärt? Keine Ahnung. Egal, ich habe mir jetzt das Kaninchen gemacht. Ich hatte die Idee, nachdem ich den Alien oder den Stalker eigentlich für unser Backroom Games gemacht habe, es hat mir doch schon Spaß gemacht, einmal eine Nicht-Menschen zu machen. Dachte, okay, was können wir machen? Monster hatte ich jetzt nicht so im Gefühl, längst, oh, ich mache was Niedliches. Ich suche mir einen Furry. Furries sind niedlich. Ich mach da was. Ich habe mir ein bisschen ja, halt Basen angesucht. Ich weiß halt, ich wollte was machen. Ich war aber zu faul, mir ein Turntable zu machen. Für alle, die das jetzt nicht sagt, ein Turntable ist ja eine Basis, die man halt hat, wo einmal die Front und die Seiten und wenn es gut läuft, auch noch einen Rücken hat. Also, dass man halt einfach die vier Perspektiven hat, die halt auch ja, proportional zueinander abgestimmt sind. Dass halt alles wirklich auf der gleichen Höhe ist. Ist halt wirklich sehr, sehr wichtig für Leute, die im 3D arbeiten, dass das halt auch passt. Für 2D ist es jetzt halt nicht so schlimm, wenn die Schnauze auf der seitlichen Ansicht ein bisschen höher ist wie auf der Frontansicht. Das fällt jetzt an für sich so weniger auf, wenn man es halt nicht übertreibt. Für 3D-Modeller ist es doof, wenn es halt nicht genau passt, weil ja, 3D ist halt eine andere Sache wie 2D. Wenn die Schnauze an einer Seite höher ist, ist halt ungünstig und ja, Proportionen gehen halt so kaputt. Ich hatte auch erst versucht, was Hundeartiges oder was Wolfartiges, also irgendwas mit der Schnauze zu machen, komplett gefehlt. Das habe ich jetzt auch nicht aufgenommen, das habe ich dann aus Frust verworfen. Schnauzen sind momentan nicht meine Stärke. Vielleicht kommt das noch, vielleicht wenn ich einen schönen Turntable habe, wo man halt das gut nachvollziehen kann, dass ich einfach weiß, wie funktioniert eine Schnauze in 3D. Ja. Das ist auch ein Grund, warum ich mich für dieses Modell entschieden habe. Da ist halt nicht so viel Schnauze, da ist so eine kleine Stupsnase und das ist doch deutlich einfacher zu modellieren, weil ich das, was ich für die Menschen gelernt habe, halt auch übernehmen konnte, größtenteils. Von, ja, von der Struktur, wie man das aufbaut, für die Topologie. Schnauzen sind halt doch mal anders. Die müssen ja auch funktionieren, die funktionieren ein bisschen anders wie so ein normaler Mund. Ja, und hier habe ich ihm halt einfach ja, einen gewölbten Mund gegeben, weil ich habe halt eine deutlich stärkere Wölbung wie bei einem menschlichen Gesicht, weil die kein rundes Kaninchengesicht ist, mit einer Stupsnase. Und ja, soweit. Generell habe ich es vorher noch nicht erwähnt. Das Video ist jetzt wirklich nur der Modeling-Prozess, sprich, ich habe nur das Model drinne, also das Modeling drinne und dann später die Texturierung in Substance Painter, alles was halt mit UV-Unwrapping zu tun hat, Modell aufräumen oder halt Rigging und Blend Shapes habe ich nicht reingemacht, weil gerade Rigging und Blend Shapes war für Rigging ging. Blend Shapes habe ich mich ein bisschen blöd angestellt, auch gerade um die Augen, weil die Augen halt doch eine deutlich stärkere Kurve hatten, wie die es für Menschen und ich habe mich da ein bisschen doof angestellt und es wäre jetzt auch nicht zu spannend und das wäre halt auch länger. Das Video ist ja jetzt schon knappe 15 Minuten lang. Den ganzen Part da noch dran, dann bin ich ja eine halbe Stunde Video, das ist dann auch ein bisschen doof. Also habe ich euch nur den Modeling-Part zusammengeschnitten und halt den Texturierungspart, weil Texturierung finde ich immer ganz nice, finde ich immer ganz interessant, auch wenn ich für das Kaninchen halt jetzt nichts so modsmäßig an Texturierung gemacht habe. Ich dachte mir, so eine komplett simple, based Cartoon-Look würde dem Ganzen ganz gut tun. Ich habe da jetzt nicht großartig an Fellstruktur reingearbeitet oder sonstiges, sondern einfach so dieses blanke, einfach Base-Color. Ihr werdet sie am Ende sehen. Ich dachte, das kam ganz gut. Ich habe auch kaum Shading drin, weil ich das über einen Shader machen möchte. Ja, hat es dann nicht so gut für VRChat genutzt. Da muss ich erstmal gucken, dass ich einen guten Toon-Shader finde, den ich auch für VRChat nutzen könnte.
Wie ich jetzt auf ihr Chat komme, kleine Überleitung hier. Ich habe mich ja momentan ein bisschen mehr mit VR-Chat auseinandergesetzt, finde das auch gerade wieder total spannend. Ich hatte schon mal so eine Phase, fand ja spannend, aber da konnte ich es nicht. Mittlerweile, auch dadurch, dass VR-Chat neue Tools hat, es wurde jetzt gewechselt von der SDK 2 auf SDK 3 schon von einer Weile. Die ist deutlich einfach zu benutzen und auch das Kaninchen ist jetzt in VR-Chat. Es ist privat jetzt mein Ding. Ich werde gucken. Für die Leute, die generell VR-Chat interessiert, für alle anderen ist ja vollkommen wurscht. Ich werde gucken, dass ich einige meiner Modelle, die ich auch gratis so zur Verfügung habe, auf Uber Hub oder so weiter, dass ich die auch in VR-Chat packe, dass ich mir eine kleine Avatar-Welt mache, wo man die dann halt einfach dann nutzen kann. Man kann die sich dann halt, ja, ich nenne es jetzt so rumziehen. Leute, die VR-Chat meinen, wissen wahrscheinlich, was ich meine, wo man sie dann auch als Favoriten nutzen kann und halt, ja, sich immer wieder verwandeln kann. Ey, VR-Chat, super erklärt, generell. Generell bin ich jetzt auch ein bisschen so im VR-Chat drinne, weil das interessiert mich gerade. Und momentan ist auch der Punkt, ich hatte vorher schon mal eine Phase, wo ich dachte, oh, VR-Chat, voll die nice Sache. Aber da wusste ich einfach nicht, wie ich mit den SDKs umgeht. Dadurch, wie gesagt, durch den Wechsel ist es jetzt deutlich einfacher geworden. Ich habe mein Kaninchen reingemacht, hatte so gut wie keine Probleme. Was das angeht, ich habe Spring Bones für mich entdeckt, also auch im VR-Chat entdeckt. Das ist das, was ich in der SDK 2 so gar nicht hinbekommen habe. Ich weiß nicht, ob es überhaupt in der SDK 2 so einfach gegangen ist, ohne zu programmieren, dass man halt, ja, Spring Bones macht, dass sich halt verschiedene Teile bewegen oder anfassen lassen. Das funktioniert jetzt mit der neuen SDK für mich problemlos. Und solche Geschichten, wie gesagt, ich werde mal gucken. Vielleicht mache ich das ja mal in einem Stream, dass ich halt das ganze Zeug umwandeln, für was mache ich ein Video auch für euch draus, wenn ihr da Bock drauf habt. Generell nutzt einer von euch VR-Chat. Momentan bin ich ab und zu mal da und schilder so ein bisschen. Meist bin ich in irgendeiner Welt mit Musik, wo einfach, ja, einfach ein bisschen gechillt wird. Ich habe zwar kein VR-Headset oder irgendwelche Art von Tracking, aber ich bin viel am Desktop dran oder, ja, gesagt, öfters am Desktop dran und chill so ein bisschen. Das ist eigentlich ganz cool. Da momentan habe ich da so ein bisschen Interesse. Ja, mal ganz was anderes, wieder zurück zum Modell. Ja, wir sind nämlich an einem interessanten Part gerade zufälligerweise angekommen. Wir sind an dem Pfötchen. Das war so eins der schwierigsten Sachen bei dem Modell tatsächlich für mich. Waren zum einen jetzt mal abgesehen von Blend Shapes und so weiter, waren halt tatsächlich fürs Modellieren der Pfötchen, dass das funktioniert. Und auch später die Füße. Da hatte ich die größten Probleme mit. Das wollte nicht so ganz, wie ich das möchte. Ich habe es dann bei den Pfoten ganz gut hinbekommen, dass das auch alles funktioniert. Das Coole ist, es funktioniert auch mit einer Leap Motion. Also, das ist doch recht gut gelungen, würde ich mal meinen. Dass auch Leap Motion Tracking funktioniert, also dass ich das halt A hinbekommen habe, dass da halt keine starken Verzerrungen im Mesh an sich sind und auch, dass das Rig so gut funktioniert. Das habe ich mir ehrlich gesagt nicht direkt zugetraut, dass es an Anhieb so gut funktioniert mit dem Rig bei dem Pfötchen. Ja, wie gesagt, später bei den Füßen werdet ihr sehen, die Füße sehen halt gerade topologiemäßig halt echt nicht geil aus. Wenn man es nicht weiß, gerade als VTuber-Modell ist das nicht so schlimm, weil auf die Füße achtet man nicht so stark. Auch im VR-Chat achtet man halt auch nicht unbedingt auf die Füße, will ich jetzt mal vermuten. Ich kann mich natürlich da auch verirren, aber ja, es fällt halt nicht so stark auf, wenn man nicht weiß, was man da macht. Gerade auch ein guter Grund, warum ich halt so eine Basic-Texturierung gemacht habe, da fällt sowas halt nicht so stark auf, wie wenn man da modsmäßig Details draufzieht. Füße will ich auch für das Model noch ein bisschen bearbeiten. Wo ich auch am Überlegen bin, da bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich das jetzt schon mache mit dem Standpunkt an Talent oder an Erfahrung, den ich gerade habe, will ich gerne auch Furries in Commissions aufgeben. Unter einer Bedingung halt. Zu einem brauche ich einen Turntable. Was ich mir aber auch überlegt habe, jetzt, da kommt das Häschen auch mit ins Spiel, dass ich mir eine Basis aufsetze für das Häschen. Dass ich die dann auch in gezeichneter Form einfach in einem Turntable habe, von vorne, von den Seiten und auch von hinten, dass man quasi nur Details hinzufügen muss und halt Muster einzeichnen möchte, wie man das denn ha haben möchte. Und dass ich das quasi als Basis anbiete, als, ja, mach deinen eigenen Stuff da dran. So, wie möchtest du das Fell haben? Welche Farbe soll das haben? Möchtest du Halsband haben? Möchtest du irgendwie einen Schal haben? Oder soll da auch so ein Fluff vorne hin? Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich werde mir das nochmal überlegen, vielleicht, wenn es gut läuft, ja, so ein Commission Sheet, also so ein Auftragszettel machen, wo man halt einfach die Details nochmal sieht. Generell will ich das alles so ein bisschen bearbeiten. Ich brauche da halt noch ein bisschen Zeit dafür, um mir ge bessere Gedanken zu machen, auch wie ich das so machen kann, dass es auch für euch leicht zu benutzen ist, dass ihr dann halt mir alle Details mitgibt, die ich brauche. Weil es ist so eine Sache, jetzt gerade in Commissions habe ich das öfters gehabt, was so 3D-Sachen angeht, dass ich halt
ja, Sachen oder Informationen nicht so gerne, also nicht so bekomme, wie ich sie gerne hätte. Gerade was das Referenzen angeht, das kriege ich dann halt ja, ein bisschen wild. Vielleicht ist das mal ein eigenes Video wert, das mit den 3D-Stuff, was man halt generell so ein How-to-Commission-Guide mache, was so ein 3D-Modeler alles oder was ich brauche, weil ich kann ja auch nicht für alle sprechen. Ich weiß ja nicht, was die anderen Modeler so machen, damit einfach die Arbeit, Zusammenarbeit einfach einfacher ist, weil am Endeffekt ist es umso mehr oder umso genauer ihr sagt, was ihr wollt, umso einfacher ist es. Da muss ich nicht viel nachfragen oder halt überlegen und einfach ausprobieren. Vielleicht sollte ich das mal machen oder generell das ganze Ding mal anders da aufsetzen. Momentan habe ich auf meiner Website ein bisschen was, bin halt gerade da nicht so zufrieden mit, wie das aufgebaut ist. Aber momentan ist das halt mehr so eine Überlegung auch. Ich muss auch ein bisschen gucken, wie ich das Zeitmanagement mache wegen meiner no neuen Arbeit jetzt. Ich bin jetzt seit ein paar Wochen ja in einer anderen Arbeitsstelle beschäftigt. Ich muss das erstmal alles jonglieren. Das ist nicht gerade so einfach, aber da wird in Zukunft was kommen. Ihr werdet es als erstes erfahren wahrscheinlich. Ich werde es halt hier in meinen Community? Hieß das Community-Ding? Dieses, wo man schreiben kann und Bilder hochladen kann? Keine Ahnung, wer es finden. Ich werde es da hochladen. Ich werde, wenn was ist, auf DeviantArt, auf Instagram, überall. Auch, ich habe jetzt auch Twitter. Ich verstehe es zwar noch nicht so genau, aber ich habe jetzt auch Twitter, wenn da einer mir folgen möchte. Ich glaube, ich habe das unten in die Beschreibung auch reingepackt. Ja, wenn er sucht, einfach nach meinem Namen. Ich heiße ja zum Glück überall ziemlich gleich und ähnlich und habe den gelben Smiley da. Also ich bin schon zu finden, wenn man mich sucht. Und werde das da mehr kommunizieren. Generell versuche ich ein bisschen mehr kommunizieren, was jetzt halt so los ist, damit halt nicht wieder ja, so leerlaufmäßig ist, wie wir es jetzt zwischenzeitlich hatten. Das fand ich ein bisschen doof, aber ich hatte auch einfach keine Energie und keine Kraft mehr für YouTube noch zusätzlich Zeug zu machen zu dem, was halt bei mir im Leben so passiert, weil es ist halt schon anders, wenn man jetzt halt ja, andere Arbeit hat, sich generell viel ändert. Das ist halt. Ja, man muss einfach alles jonglieren. Manchmal ist der Tag einfach zu kurz und ja, läuft dann halt drauf, dass halt einfach weniger Videos kommen oder weniger Streame kommen oder sonst was. Ja. Und Text schreiben ist jetzt halt doch deutlich einfacher. Ich versuche da ein bisschen mehr zu machen. Im Instagram ist ein bisschen komisch, da Texte zu schreiben, aber Twitter ist doch eigentlich dafür eine ganz gute Sache. So, wenn ihr Twitter habt und euch das interessiert, was ich so tue, ich versuche da ein bisschen mehr zu posten, auch was halt nicht unbedingt video-related ist oder so. Ja, was man halt so tut. Ja, jetzt haben wir verglichen wenig über das Modell an sich geredet, sondern über alles andere. Na gut, ihr könnt ja nichts dafür, ich habe das Video gemacht, aber to be honest, ich weiß auch nicht genau, was ich zu dem Modell an sich sagen soll, weil das Verfahren an sich ist immer für mich ein sehr, sehr ähnliches oder ein oft gleiches. Was ist der Unterschied zwischen ähnlich und gleich? Egal, okay. Dass ich halt einfach mir eine Referenz irgendwo hinpacke, meistens einfach direkt hinter das Model, gerade bei Charakteren, dass einfach die Proportionen passen. Ich brauche halt immer so einen Guide, wo ich weiß, wo was hinkommt, damit das halt, da, wenn ich hab dann immer so einen Tunnelblick, ich mache dann was und am Ende passt es dann halt nicht. Dann brauche ich halt eine Referenz, um zu zeigen, ja, da ist Arm, da ist Bein, da ist Bauch, da ist Kopf. Das gehört dahin. Ja, ein bisschen doof bei der Referenz war, dass halt keine A- oder T-Pose war, sondern so komisch. Ich habe dann ab und zu mal das Bild ein bisschen gedreht, dass das halt halbwegs stimmt mit den Proportionen. Ich habe es ja alles gesehen. Ja, generell gleiches Verfahren. Ich habe einen Subdivision Surface genommen, dass man halt ja, Subdivisions bekommt, dass es einfach smoother ist. Und einen Mirror Modifier, dass ich quasi die Hälfte der Arbeit machen muss, um ein komplettes Model zu kriegen, weil links und rechts ist ja das meist das ähnlich oder das gleiche? Gleiche, ähnlich? Keine Ahnung, links ist genauso wie rechts. Man kann das so ein bisschen abändern, wenn man jetzt gerade bei Fell oder so weiter den Mirror Modifier ausmacht. Aber ich habe gedacht, ich mache es mir einfacher für mein erstes komplettes Modell, dass ich links und rechts gleich mache, weil es einfacher für mich. Ja, und weil generell das Model vom Aufbau so relativ einfach und simpel ist, dachte ich mir, es wäre halt besser oder nicer, wenn ich auch eine relativ einfache Textur drüber packe. Also habe ich auch hier nur eine Base Color. Zumal ich in VC-Face eh einen Toon-Shader drauf habe, ist das egal, ob ich jetzt eine Roughness oder sonst was drin hätte. Die wäre jetzt nicht durch den Toon-Shader halt nicht wirklich wichtig, weil die kann ich nicht einstellen. Ich kann da halt nur die Base-Color und deswegen habe ich mich auch hier auf Base-Color fokussiert. Ich wollte auch einen Toon-Shader in VR-Chat machen, aber ich habe keinen gehabt, also keinen zur Hand gehabt, den ich in VR-Chat nutzen konnte. Oh, jetzt bin ich noch ganz konfus. Ich muss noch einen finden, der auch in VR-Chat funktioniert. Das funktioniert ja nicht jeder Shader mit jedem Programm. Falls da jemanden kennt, also einen Shader kennt oder jemand, der jemanden weiß, was für einen Shader ich da nehmen kann, wäre ganz cool, wenn man das in die Kommentare schreibt. Wenn nicht, ich finde schon selbst einen raus zu tun oder einfach mal googeln. Ja.
Und wie gesagt, ich habe das alles von der Texturierung halt simpel gehalten. Ich habe da keine großartigen Schattierungen mit reingezeichnet. Es gibt so ein paar Ausnahmen jetzt. Bei der Zunge habe ich ein bisschen Struktur mit reingezeichnet. Kann man das als Shading nennen? Ich bin mir nicht so sicher. Aber das alles andere ist halt einfach nur eine einfache Farbe und halt ein Muster draus gezeichnet. Ich habe mich für ein Puppenmuster entschieden, weil ich dachte mir, das sieht niedlich aus. Und ja, habe auch auf die Beine ein paar Pünktchen gemacht, einfach um das ein bisschen zu brechen, dass es halt nicht so komplett alles so dunkelblau ist. Ich war jetzt im Überlegen, ob ich das Kaninchen gelb mache, weil gelb ja so meine Farbe ist, aber das sah ein bisschen weird aus und bin ich ein bisschen durchgegangen, bis ich dann gesagt habe, okay, blau. Und dann ein bisschen später halt, ihr habt es wahrscheinlich gesehen, dass ich einfach so ein paar Blautöne durchgegangen bin, bis ich halt das Richtige gefunden habe, wo ich gesagt habe, okay, immer mal dunkelblau und hellblau und das sieht eigentlich ganz cool aus. Jetzt habe ich ein blaues Kaninchen. Und ja, bin eigentlich ganz zufrieden. Was ich auch machen wollte, vielleicht für ein anderes Modell, dass ich ein bisschen emissive, also ein bisschen so Selbstleuchten mit reinpacke, aber fürs Kaninchen fand ich das jetzt nicht so passend. Mal schauen, vielleicht für was anderes. Ja, und dann ist auch schon so weiter, würde ich sagen. Sind wir ja auch schon fast fertig. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag und vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Hiersein, für das Durchhalten bis hierhin. Weil es jetzt schon ein langes Video und ich habe relativ weirdes Zeug gelabert. Keine Ahnung, ich lasse es trotzdem so drin, ist jetzt egal. Und dann, ja, wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video.